Torque Control 4.0 macht netzbetriebene Getriebemotoren zu einer echten Industrie 4.0 Komponente. Herr Bubolz, was ist Torque Control 4.0? Torque Control 4.0 ist eine Neuentwicklung aus unserem Hause für eine schnelle Drehmomentenüberwachung. Das heißt in diesem Fall eine elektronische integrierte Drehmomentüberwachung, die bei uns im Klemmenkasten des Motors untergebracht ist, also vom Getriebemotor im Motor des Klemmenkastens. Der besondere Charme dieser Lösung ist, dass ich permanent Prozessdaten, also Zustandsdaten des Getriebemotors oder dadurch des Antriebsstranges erhalte und somit der Betreiber immer weiß, wie es dem Getriebemotor geht. Also wirklich absolut Industrie 4.0-like. Können Sie bitte die Wirkungsweise dieser integrierten elektronischen Drehmomentüberwachung erläutern? Die Wirkungsweise ist in dem Sinne so, dass permanent präzise und schnelle Messungen durchgeführt werden, sowohl von Strom als auch von Spannung. Ich kann also diese Parameter anstellen oder einstellen dementsprechend, dass die Anlage dann geschützt wird. Also das im Bereich von Millisekunden. Und welche Funktion bietet diese Überwachung dem Anwender? Sie haben ja jetzt schon einige erläutert, vielleicht können Sie es nochmal zusammenfassen. Also im Grunde ist es so, dass es einmal die präzise Abschaltung des Drehmomentes ist, also eine schnelle Abschaltung, eigentlich dann vergleichbar mit einer mechanischen Überlastkupplung, hier auf einer elektronischen Art und Weise. Dann haben wir die Möglichkeit, auch eine Sanftanlauffunktion zu realisieren. Obwohl der Getriebemotor am Netz betrieben wird, kann ich das also realisieren, obwohl ich keine Frequenzumrichter im Einsatz habe. Und ein weiteres Feature ist noch, dass ich zum Beispiel den Wirkungsgrad im Teillastbereich erhöhen kann durch Anpassung der entsprechenden Parameter, wie gerade erläutert. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bubolz. Sehr gerne, Herr Menger.